Hallo und herzlich willkommen zu einer bei mir auf dem Kanal neuen Folge von dem What Our Warships. Mit dabei ist der kleine Rattesrand Inc. Der kleine? Ja, weil du eine kleine Ratte bist, du Rattengesicht, du Rattenkopf. Aber schön, dich zu lesen, Popovic. Und einmal ist sie die Werte Lerte Monja. Hallo. So. Wir können. Immer dieses möchte gern erotisch. Hast du gerade möchte gern gesagt? Also wenn schon, denn schon, dann muss es schon richtig schwul klingen. Aber schwul kann ich nicht. Okay, ich drück mal auf Gefällt. Hilft mir. Hilfe. Daniel ist gerade nicht da. Meine liebe Nadine, hört man denn auch die Musik oder ist es leise? Also nur mal als kleine Info, die beiden sind gerade bei sich live auf Twitch. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen. So, Fünfer-Match, oh Herr. Wie, streamst du jetzt auch? Nein. Mit wem redest du? Er nimmt doch auf, hat er doch gesagt. Ja, und ich habe gerade nur für die Zuschauer, die die Folge angucken, gesagt, dass ihr beide aufnimmt und dass die mal auch auf. Wo sind nun die ganzen Multis aus dem Multistream? Wie meinst du das, Popovic? Also ich kann bei mir im Chat nicht lesen, was er dann bei dir im Chat schreibt. Oder im Multi-Switch. Ich weiß ja auch gerade nicht, ob er im Multi-Ding drin ist. Okay, das ist alles sehr verwirrend. Ich bin eine arme alte Frau. Und grenzdement und, ne? Und vor allen Dingen arm und alt. Und ich verstehe sowas nicht. Wo sind nur die ganzen Multis? Ach so. Ja. Naja, ja, okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab gehört, dass du was gesagt hast. Siehste, Ratte, wir sind ausnahmsweise mal. Aber nur heute. Aber nur jetzt. Danach sei nicht. Mal kein Serko. Aber nur da. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ach mal, Schiff, drehst du dich mal bitte? Nein, du wirst ja jetzt nicht Steuerbord drehen, oder? Backbord. Gut. Weil ich war gerade dabei, ordentlich Backbord zu ziehen. Ich denke nur, wenn du mir jetzt aber entgegenkommst, ist das Kacke. Vielleicht wollte ich mit dir kuscheln? Ach so, ist das. Aber das jetzt, sieht jetzt aber nicht so nicht aus. Jetzt, ich sehe, du bist ganz schön eingeschnappt. Mann, raucht dir der Kopf. Okay. Flugzeug. Ich wurde entdeckt. Ich auch. Ja, ich nehme mal kurz auf den Desktop. Ja, habe ich schon gesagt. Das ist jetzt meine erste Erfahrung mit Multistream. Es ist auch immer die Sache, es sind zwar beide angezeigt, auch als Chat, aber es ist die Sache, ob das für beide gleich ist oder nicht, ist ja auch immer die Frage. Daniel, da hast du recht. Dafür kriegst du ja auch noch eine Brofist von Tobi. Richtig. Aber ein Multistream ist ja dafür da, dass du beide Streams gleichzeitig gucken kannst. Aber nicht gleichzeitig so. Mit beiden Streamern chatten, oder wie? Naja, es ist ja so aufgebaut, dass du zwei Perspektiven gleichzeitig sehen kannst. Das heißt, du sollst ja eigentlich nicht dafür da sein, dass du mit beiden gleichzeitig chatten kannst. Dafür gibt's Chatty. Ja, die ist mir schon wieder alles zu viel. Was? Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben und keinen Stress. Hast du da keinen Spaß mit uns? Das ist eine Fangfrage. Siehst du nicht, wie ich weine? Nee, tut mir leid. Ich muss gerade ein Schiff beschießen. Ja, ja, immer diese Ausreden. Ich will dich haben hier. Aua. Also heute mag ich die Uschi irgendwie nicht. Oh, Ratte. Ja, die gehen für mich. Dreh-Schiff. Aua, den werde ich essen. Ich krieg dich noch. Deine Leiche wird mein sein. Ich krieg Angst. Wow, Junge, übertreib mal nicht. Oh, das wird nichts. Oh,
Wow, warum gehe ich eigentlich jetzt gerade hier auf Tuchfühlung mit denen? Was soll denn die wir sind Scheiße? auch multitasking-fähig. Das ist eine Frage, wo man nur falsch antworten kann. Ja, stimmt. Oh, wer ist denn da Hallo? gekommen? Hallo? Hallo? Meine Hallo? Damen und Herren, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Ostwind. Wie geht es Ihnen? Alter, hört auf mich zu schießen. Was soll denn die Scheiße? Werden wir jetzt aus Ihrem TS geleitet? Nein, aber ich kann gerne wieder gehen. Nein, du kannst auch gerne Alles gut, bleiben. alles gut. Du bist ja der Chef hier. Boom, in dein Gesicht. Ich bin tot, Boom, in aber dein ich hab Gesicht. dich. Ja, warum heiße ich hier eigentlich immer noch Ostwind? Das heißt ja eigentlich Osti LP. Aber okay, alles gut. Du bist doch der Chef. Ja, aber ich ändere das jedes Mal wieder und es funktioniert einfach nicht. Keine Mr. Ahnung. Das musst du, glaube ich, bevor du dich auf deinen Server einloggst, ändern. Dann klappt das. Und wie geht's dir? Ja, sehr gut soweit. Und euch, wie geht's euch? Erzählt mal ein bisschen was. Oh, immer gut. Wir ballern hier Weißt du? um unser Leben. Den Schlechten geht's immer gut. Was spielst du denn? Ich sehe es gar nicht. WoWs. Na, World of World of Warships. Warships. Ach so, okay. Hast du? Dann rutsche ich mal einen Raum weiter runter und ja. Danke für Ja, war schön, deinen dass du reingekommen Besuch. bist. Ja, also, wenn ihr dann noch ein Stückchen Zeit habt, ein bisschen Lust habt, mit mir zu quatschen, immer wieder unten gern gesehen. Bis dann. Alles Tschö. klar, okay. Tschüss. User left your channel. Oh, zwei Schildtreffer. Och, Fresse ich eigentlich hier immer noch? So, anders. Ich spiele heute so scheiße wie seit den Komm, Anfängen nicht bin mehr. schon tot. Oh, das Genau, Torpedoboot Daniel. in der Nähe. Oh. Perfekt zur Begrüßung war die Werbung vorbei. Grüße an. Ah, oh, jetzt ist er schon weg. Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Der gute Rosti. Was, Rosti? Ja? Latte Munde, du fährst gleich gegen die Wand. Ja, Nur ich bin der schon Info. gerade dabei. Also Das ist zu aber wenden. lahmarschig. Wollte nur etwas näher an die Schiffe ran. Und Torpedo Beat. Du, du. Manamana. 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 Eins! Du. Nein, was? Oh. Wir müssen langsam mal einen Bereich eher Ja, ey, die geht voll auf. Ich bin raus. Echt, bist Schiff. weg? Ja, die gehen die ganze Zeit mit ihren Schiffen auch auf mich. Ja, du hast Oh, einfach ganz zu schön gut wenig. gespielt. Na, war ja klar. Na, dann gehe ich jetzt ganz da hinten hin. Ich fresse hier Torpedos und alles bis zum Abwinken. Da muss ich aber verdammt gute Zähne haben, hör mal. Das war's, glaube ich, für ihn. Aber du bist noch da? Gerade so. Nee, ich bin auch schon Ach tot. so, Rat ist dann noch da. Ja, gerade so. Noch. Wie schlecht ist meine Reichweite? 17, 16, 15 Sekunden noch, und bis ich erstmal mein Feuer löschen kann. Ich glaube, bis dahin bin ich tot. Ah, nee, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Oh. Oh, gerade Und so. gerade eben. Gott sei Dank. Aber das werde ich nicht lange Ja, überleben. er hat noch. Ich glaube, der nächste kommt schon. Ja. Ja, jetzt bin ich raus. Wenn du mich jetzt triffst, bin ich Ja, raus. Nick, ihr Oh, seid bekannt. Was? Was? Ja, bitte bericht hier. Ich krieg ja nichts mit. Ich hab doch noch 623 EP. Oh. Ja, du magst es aber echt spannend. Naja, ich weiß nicht so Eine genau. Ko Sollte sie ne Briten mit KI komplette spielen, Cyber. macht mehr Schaden durch Brände. Ja, aber die Sache ist ja die, ab einer gewissen Stufe machst du einfach meiner Meinung nach mit AP einfach mehr Schaden, weil du Durchschlagstreffer machst und wenn du Glück hast, kannst du halt mit AP Zitadellentreffer landen, die du mit HE nicht treffen Wo bin ich kannst. denn dann? So, spätestens jetzt bin ich raus. Kommt zwei Daniel Torpedokrieger. sagt, guter Tobi, du sollst nach unten gehen und Osti von ihm grüßen. Mach ich gleich. Ich
bin gerade während. Die meisten Briten haben zwar, so, haben zwar das zweitbeste Kaliber im Spiel, aber zu wenig Durchschlagsahne. Ja. Darum bist die 8 fast nur HE. Okay. Na, da probier's beim nächsten Runde mal aus. Bin das scheiß Schiff nicht, was da drüben schippert. Ich weiß nicht, wie die Panzerung ist. Aua. Okay, gut zu wissen. Ja, dann probieren wir es mal aus. Dann fackeln wir sie mal. Fackeln wir nicht lange, dann fackeln sie ab. So. User joined your channel. Hallo. Aloha. Hallo. Was geht nach hier? Oh, hab ich auch gerade was gesehen. Hier. Ich guck mal so rein und dann sehe ich euch. Was? Ja, moin. Macht ihr so? Schiffe versenken! Streamen! Sag hallo! Aufnehmen. Dann geht doch, wo ich den Quatsch haben, dann geht doch in irgendeinen Aufnahmeraum rein! Wir haben doch keine Rechte hier, was sollen wir kurz machen? Ich hab die Aufnahmeräume da, dann könnt ihr nicht einfach so das machen! Komm ich hier so rein und schau euch ja, da... Ja, wir freuen uns doch, dass die Leute reinkommen! Endlich mal redet mit uns einer! Ja, wer soll auch sonst mit Ratten reden? Da würde ja jeder an unserer Gesundheit zweifeln! Ich würde nur mal kurz Hallo sagen, weil ich will gleich noch mein Essen für morgen vorbereiten. Ja, denn hallo, lieber Tomus. Ich dachte, du willst jetzt eine Runde mit mir singen. Nein. Mit der Lion T9 hatte ich letztens 17 Brände. Oh, das ist nicht schlecht. Oh Gott, ich werde sterben. Ja, raus. Ich würde mal. Das sagt er schon die ganze Zeit. Okay, Tomus. Ja, ich sehe nur ständig immer Flugzeuge auf meinem Radar. Bus. Und ich habe halt nur noch 5000. Mach's gut, Tomus. Mach's gut. Und kann mich nicht mehr hochheilen. Jemand anderen im Kissen? Ich war hinten beim Carrier mit. Als ich so ein Claim habe. Ich spiele heute so Kackjes. So Kackjes. So Kackjes. Warum? Aber Popovich, wenn du gerade hier bist, mit dem Multistream, das läuft, ne? Also da gibt es keine Probleme, oder? Ja, Tija, ich bin sehr unglücklich heute mit der Uschi. Normalerweise bin ich sehr glücklich mit der Uschi, aber heute weiß ich nicht. Also entweder habe ich meine Tage und sie, oder sie hat ihre Tage. Also, oder ich meine, ich habe, gehe ich davon aus, sie hat ihre. Und deshalb ist sie kacke. Hä? Ja, die spielt heute scheiße. Das liegt nicht an mir, das liegt an meinem Chef. Hashtag RIP, ja, du so weißt, fühle ich mich ja auch. Das Schiff ist nur so gut wie der. Ja, aber in diesem Fall ist es eine Spielerin. Spielerin. Leider Unterschied. Ratten sind alles so gleich. Da kennt Serko. Ja, es tut mir leid, ich musste mal hart den Serko machen. Paxe, Assholes, Bullshit, sehe ich genauso. Da steht aber Bullshot. Naja, Shiot. Bullshot hätte ich auch gut gefunden. Oh, guck mal, jetzt hat er es sogar. Asgol? Asgol? Edit, Asgol. Bum? Was? Bumpress? Bullshit. Sorry, ich kann kein Mandarin. Okay. Komm, Leute, die paar Schiffe. Wir haben noch zwei. Ein Kreuzer, ein Schlachter und zwei Carrier. Die Versenken haben wir gewonnen. Mit meiner Nagato. Obwohl der Carrier kommt mir da, der Kreuzer kommt mir langsam ein bisschen nah. Bin ich denn da? Das ist das Einzige, was bei mir in der Nähe ist. Oh, der kommt mir nicht so gefährlich nah. Komm schon. Den packst du. Nee, der Winkel ist einfach ultra kacke. Warum keine AN? Hm? Nee, ich meine nur gerade. Nee, ich war gerade auf A zu. Weil ich das überleben soll, bis dann. Ach, das überlebst du. Du schaffst das. 81.000? Bin ich? Aber ich schieße einfach mal. Es geht ja nicht in die Insel. Jetzt treffe Larich. Komisch alles. Ich treffe auch nicht ein Schiff, ne? Ja, Liliana, das ist so. Es sind immer andere schuld. Genau. Ja, klar.
Nein, heute schieße ich einfach scheiße. Aber ich habe es auch ewig Musik nicht mehr angepackt, das Spiel. Von daher möge es mir verziehen sein. So, es geht immer noch nicht. Der ist verschwunden. Oh Gott, der Kreuze. Oh nein, der Schlache ist weg. Ich treffe. Okay, also manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht so wirklich. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Das sagst du schon die ganze Zeit. Ja, ja, aber der eine Schlachter ist weg, heißt der andere kann mich jetzt ungehindert nah genug rankommen. Wir brauchen nur 3 Treffer, ich bin tot. Du weißt doch, tot geglaubte Leben länger. Das packst du. Naja, ich kann mich das A einnehmen, das ist schon mal ein Anfang. Oh, ja. Gut, dann kümmere ich mich mal hier um was auch immer. B, vielleicht. Ja, selber Schuld haben ist ja kacke. Das macht doch keinen Spaß. So, A gehört uns. Hier da hinten ist der Carrier. Der ist sogar in Reichweite. Traum. Und dann kommt Stuka. Ja, ja, töte dich mal. Ich fahre ganz am Rand entlang. Ich finde das bei den Carriern immer extremst schwierig einzuschätzen, in welche Richtung die schippern. Ich finde es allgemein auch gar nicht mal so einfach, mit dem Carrier überhaupt zu fahren. Die Emil, weil du ja alles auf Vogelperspektive siehst. Also mit dem Carrier komme ich per se nicht klar. Ich hatte mir einen erarbeitet und habe den ziemlich schnell wieder gelöscht. Echt? Ja. Ich bin noch nie mit einem Carrier gefahren. Gesundheit! Das ist glaube ich, irgendwie eine Wissenschaft für sich. Ratte. Also, die Emil ist jetzt gleich weg. Ich bin es gleich auch, wenn der nicht auf dem Rückweg ist. Oh, du hast doch noch gut Leben. Wo sind denn die anderen Schiffe? Vorsicht! Torpedos links von dir. Wir müssen müssen wir die Carrier versenken und auch den Kreuzer oder müssen echt AB einnehmen. BC einnehmen. Und Torpedo. Der Kreuzer hat nicht mehr viel. Oh, der Kreuzer hat wirklich nicht mehr viel. Heißt, gleich sind noch Carrier übrig. Obwohl, die können uns auch noch ganz schön Probleme machen. Du, ich kann mich gut dran erinnern, wir hatten noch 4 oder 5 gegnerische Schiffe und nur noch einen einzigen Carrier, der übrig war und der hat es tatsächlich gerockt. Ja, mit Torpedo-Jäger noch rüber, kannst du so viel machen mit. Ich tucke mal Richtung B. So, die stehen kurz vor dem Sieg. Nein, nicht zugehen, du Arsch! Torpedos. Ups. Nee, den kurz krieg ich nicht. Wie der denn hin? Nein. Du frisst ein. Scheiße, ja. Doch. Ist nicht schlimm. Doch, hast doch noch. Du hast doch noch. Der Kreuzer schießt. Oh, mein Freund, Ende Gelände hier. Reicht, der Kreuzer ist weg. Mann, immer wenn ich schieße. Wo ist der letzte Carrier? Bei H4 ist ein Torpedo ja, schwach. Okay. Dann sind die abgestürzt oder da ist der Carrier? Na, da hinten kommt Stuka, dann ist der da hinten. Ah nee, der, oh Gott, der ist bei Easy. Ja, ich hab'n. Ich dachte, man kann nur pro Match jeweils nur ein. Nee, kommt bloß zum Unterschied. Ich hab doch schon mal 3 Carrier in einem Match gehabt. Du Arsch! Boah. Na gut, dann schießt er halt auf mich. Schöne Macht. Boah, Alter, ich sehe nur noch Flugzeuge auf dem Radar. Komm jetzt echt noch die Kack-Torpedo-Bomber. Ich will dich. Geht weg. Ihr seid böse. Hey Leute, ich sag jetzt nicht, dass ihr gleich alle stirbt und ihr müsst nicht alleine gegen den Carrier kämpfen. Das packst du. Das packst du. Komm mal nicht an, ne? Ich seh nix! Ich seh nur schwarz! Du frisst 2. Ne, einen frisst du. Jetzt bin ich sauer, mein Freund. Jetzt bin ich sauer. Guck dir mal mein Schiff an. Das sieht ja aus, als hätte ich jetzt stundenlang geputzt und wäre dann volle Kanne durch. Kohlekeller gerasselt. Ja, bist du jetzt ja auch. Ist Ende Gelände, ja.
Und nicht noch mehr Stuka. Du magst es doch dreckig. Ey. Hör sie mal. Und 20 Sekunden. Komm, wenn es so weitergeht, schaffe ich sogar tatsächlich noch in die Reichweite zu kommen, wenn ich so weitermache. Versenkt das Ding, sonst komme ich gleich und versenkt das. Mit meinen 5000 HP. Wo ist der ist schon tot. Oh, nee, ist er nicht. Huch. Nee, der ist aber nicht der tot. Aber der hat aber kaum noch Schiffe. Jetzt haben wir 15. Trauma! So, jetzt müssen wir nur noch das auf C einlegen. Das wäre ja fast so weit gewesen, wäre der, aber der andere Carrier hat wahrscheinlich keine Flugzeuge mehr, sonst würden die mehr rumfliegen. Oh Gott. F. Irgendwo bei F. Mir ist warm. Da kommen mehrere Flugzeuge. Ups, ich seh's. Wie sieht's denn bei unserem Teamkiller aus? Der ist auch fast down. Ja, ich bin gleich weg. Ich habe zu viel Brand. Zu viel Brand. Was macht's? Bumm. Da ist hier doch so viel Wasser. Ja, aber du kannst vergessen, jetzt macht's Bumm. Schön saftig. Dann guck ich mal bei Ratte zu. Die Zeit läuft runter. Wir verlieren. Ja. Mal gucken. Dankeschön, Mr. Dijon. Dankeschön, Schrammelfadi. Wow, Dreadnought. Heroisch persönlich. Halten Sie von mindestens 4 Gegnern Schaden, der 120% der Ausgangs-TP Ihres Schiffs übersteigt, und überleben Sie das Gefecht. Wow, nice, Dreadnought. So, dann verabschiede ich mich mal schnell von der Folge hier. Tschüssi!